gut. Ich weiß nicht, ob das so geht. Ich schieß einfach mal Schrauber. auf den. Direkt über Gut, euch. dann lass erst mal. Lieber auf den Hubschrauber. Nicht mal ein Zivilien-Kill. Gegenüber läuft einer. Ah, ist verrissen. Was für ein Hubschrauber ist es denn? Steht in der Luft. Richtung. Komme ich hier runter? Ja, du musst aber nach links Gönn mal oder nach lieber aus, damit ich rechts was sehe. Ja, ich sehe es. zwischen den Steinen durchzukommen. Enemy fire! Sieht aus, als hättest du dich festgefahren, wenn die Schnauze auf dem Boden ist. Wer schießt auf dich, Scruffy? Ja. Unverständlich. Ich muss das Spektakel da drüben angucken. Oh, da hinten schießt jemand. Aufsteigen und wegschwimmen. Oh, nein, ich habe aus Versehen auf die Repair-Option gedrückt. Reparierst du da unten? Ja! Wo ist denn da nochmal auf? Das ist ein MHS. Keine schwimmfähigen Panzer. In Arma 3 können Kettenfahrzeuge nicht vernünftig schwimmen. Das geht mit Physik und das hat bis noch nicht hingekriegt. Aber du sagst das ja, die treiben wenigstens geradeaus weiter. Ich meine schon. Aber ich hab's nie ausprobiert, ich hab's nur gelesen. Ich meine das gelesen zu haben, dass sie treiben konnten. Jetzt wissen wir es ja besser. Das ist falsch, ja. Da sind nochmal zwei südöstlich vom oben vom Hügel. Na, du machst das schon. Zu wenig Muni für G3. Und so, Schiffi, von links schießen sie hinter den Stein. Geh hinter den Stein. Den Typen. Die Geräusche her bin ich komplett unter Wasser, das macht mir ein bisschen Sorgen. Nee, habe ich aber auch. Nur seine Ohren, die sich mit Wasser gefüllt haben. Hinten läuft noch jemand süd-südwest am Waldrand. Aurelia wurde von Neo Armageddon aus der Gruppe normal entfernt. Oh. Sehe ich gerade. Ah, von hinten. Die fetten Panzer. Gut, holen wir uns den nächsten. Ja, von hinten kommen sie. Oh, Panzer, Panzer. Unter. Dorso hat sie nicht getroffen. Taking fire! Was? Oh, mein Raketenwerfer ist von hinten weg. Enemy fire! Das klang gut. Wir haben uns gegenseitig erschossen. Die haben irgendwie was gegen mich. Warum schießt die volle Kanne vor den Stein? Weil ich hinter dir stehe und voll laut auf die Holze.
mit dem wir fire! Aber ist das explodiert? Nee, du wurdest erschossen. Ich wurde explodiert. Warte. Ja. Plus, alles hängt an Maike. Oh nein. Renn direkt weg und holen jemand anders. Hier ist er nicht. Ach, oder so. Nein. Bitte schon wieder, du! Was haben wir immer doch. Na, ah, na. Ah. Ah. Ja. Enemy fire! I see movement. Oh. Vielen Dank. Na, Steffi, kommst du? Under fire! Bitte er durch. Ich kann nicht reparieren. Achso, Maike meine ich, Entschuldigung. Wo ist das? Ich weiß nicht, wo Under du fire! Bist. Direkt da, wo du mich und Scruffy wiederbelebt hast, siehst du den. Bleib ja einfach mal hinter diesem Stein, weil dann schieße sie weiter auf mich und... Welche Richtung von nein, hier aus? Weiter nach Quark vom Fluss weg. Taking fire! Enemy fire! Das ist eine schlechte Idee, so zu rennen. Nee, auch gar nicht. Nix. Gräsern da. Oh, scheiße. Maike, reparier den BTR-Stack, schütze ein und warte, bis sie kommen. Ja, könnte man immer die Gräser wegmachen. Danke. Wenn du ein paar Meter zurückfährst, kannst du den erschießen. Der Plan. Der ist hinter dem Hof, wo die Kanone gerade auch hinzeigt. Oh oh. Was hier? Verdammt. Schuss. Keine Ahnung. Ist alles voll. Danke, Aurelia. Zu spät. Mein Tappen dauert ein paar Sekunden. Ah, Gott sei Dank.
würde sagen, alle Mann an Bord und weiter, oder? Die richtige Straße müsste... Ja, da müssen wir aber auch hin. Maike, Aurelia, du hast doch ein... Hast du nicht das Kopftuch? Das ist Maike. Hallo! Und das Kopftuch ist auf dem BMW. Ja, du fährst mit dem BMW. Ich sehe schon, das ist ein Waffencamp. Wollen wir zum Waffencamp? Warum nicht? Warum sollten wir? Weil das dann über 2 Kilometer bis zum nächsten irgendwas sind. Ja. Also warum nicht? Dann fahren wir nach Kinsella und darüber nach Zimanovo, oder? Wo du? Für uns, die anderen. Habe ich einen Heli? Jetzt sitzt Maike oben drauf. Maike steckt lieber nochmal aus. Und hat eigentlich auch Commander gedrückt. Hat nicht geklappt. Ja, jetzt geht's. Wir haben keine Heat. Ich kann zumindest keine nachladen. Das ist doch nur eine MG, oder? Achso, stimmt. Wir haben ein anderes Fahrzeug derweil.
Aber ich habe auch die große. So tief, es schlägt im Stein dann runter. Ah, der hat kein Zeroing. Aber der Tanke sind ganz viele. Schießt denn nun hin? MG, oh, habe ich das schon? Nee. Der steht, glaube ich, noch. Links am Camp rennen zwei. Wieder einer. Drei Mann noch. Aber keine Munition mehr. Komm mal näher ran. Okay. Ah, da war, das ist eine Straßensperre gewesen. Bei der Tanke? Ja, links habe ich einen. Oh ja. Links steht Hubschrauber neben uns. Neben uns heißt was? Ja. Nordost. Oh, raus, der Raketen. Was ist denn mit den Lenkraketen? Der K60. Ja, gehen wir schnell zum Camp. Wollte gerade sagen, haben wir doch einen Grund zum Camp zu gehen. Luftabwehr. Was war das? Eine Granate bei der Tanke. Enemy spotted. Unknown contact. 300 meters. Bearing 25. Ist noch bei uns, wir treffen. Soldier. 75 meters. Front. Treffe nicht.
Haben das alle? Sucht da jemand die zu sprengen oder? Was macht ihr? Bitte? Von rechts, das klingt nicht gut. Oh, hinter dem Treibstoff-LKW ist irgendwo einer. Oh ja. Contact! Rifleman! 75 meters! Right flank! Taking fire! Nicht direkt dahinter. Das Schlangen in den Maika. Ja, das ist, hab ich gemerkt, ich hab den Typen nicht gesehen. Ich hatte von der Tankstelle. Wenn er alleine war, habe ich ihn. Den Tanker kann ich im längsten Mann sehen. Der steht noch hinter der 1-Zapfsäule. Ja, komm her, rette uns. Besten von mehr von der Steinseite aus. Dass ich ihn habe. Ja, hinter dem Busch hat noch einer seine Waffe geschmissen. Aber ich glaube, der in der Zapfsäule ist immer noch da. Den mal besuchen. Der ist wahr. Wäre dann diese Straßensperre gewesen. G3 Munition, Steffi. Oh. Guck mal, ob ich die mitkrieg. Komm mal. Dann lasse ich sie drin. Hat einer einen 1P29 auf der Waffe? Hier ist so ein Kobras halt oder sowas. Und hier ist ein Austausch hier einer. Keine Luftabwehrraketenwerfer. Ja, ist hier auch AT, das Tripod. Und eine Kiste mit 5 Laser-Designator-Batterien.
Ja, das habe ich aufgeteilt. Das sind jetzt 4 Arrays mit einer Sprengstoffkiste. So noch Glück haben, dass du in einer anderen Kiste auch tatsächlich Laserdesignator drin hast, sonst bringt die Batterie nichts. Ein Radio gibt es. Ich bin mit der Waffenauswahl zufrieden. Visiere gab's da nicht, ne? Doch. Keine guten. Ein neuer Reifen an den Ural. Hier sind ja auch 3 davon. Ernsthaft, du bist ein paar Meter gefahren? Ich hab das Ding weggefahren, falls wieder Artillerie kommt. Ich meine, du hast das Ding die paar Meter gefahren und dabei schon kaputt gemacht? Nein, der war schon kaputt. Der war vorhin schon kaputt. Ich bin mit kaputten Reifen die paar Meter gefahren. Oh oh. Und dann 2 Mann bitte mit rein. Wo kommt das? Oh Mann. Was jetzt rein oder nicht rein? Ja, wir werden beschossen. Aber du hast gesagt rein. Bevor wir beschossen wurden. Da sind die ganzen Leute krepiert. Es ist drüben in der Stadt welche rumrennen, aber ich sehe nicht, dass von da jemand schießt. Das noch ein bisschen mehr rechts, irgendwie von dem Berg. Dankeschön. Oh, eine G36. Gut, man kann doch mal rein, wer fahren. Nicht so klug war das. Täglich grüßt das Murmeltier. Ah, ich glaube, ich sehe wen. Südwestlich. Ja, da läuft wer, aber ist das der? Ja, südwestlich zielt, rennt auch wer. Von dem möchte ich das Visier. Wahrscheinlich keins. Reden wir über verschiedene. Die besser. Ups, ich bin zurück. Two, fall back. Dankeschön. Panzer seid ihr? Ja. Der unten am Wasser steht. Ist da fährt, einer? Das ist kein Panzer, das ist ein Ural oder so.
Hä? Ich hab doch eben einen Panzer gesehen. Ja, der lädt aus. Richtung? Schaffi, mach den mal weg. Richtung? Tankstelle, direkt an der Tankstelle. Ah, okay. Leute sind aber schon weggerannt. 3, rally up! Under fire! Taking fire! Warum hat Steffi wieder gelebt? Michael war da. Weggefahren ist doch. Achso. Ach, das ist ein Soldatenbusch, glaube ich. Oh, weiter rechts. Ja, und der. Weiter rechts müssen noch welche sein. Ja, an der Banane. An den Stein sind noch welche dran. Ah, da. Was denn? Dann ist weiter links zur Tanke. Ich fahr dich mal dahin. Danke. Turn the formation! Three group!
von der Straße runter. Oh ja. Enemy fire! Dann noch mal zu nehmen. Ja, fahr nochmal vor. Ach da. Dass wir ein bisschen runter gucken können. Ich auch. Huch! Satellitenschüssel, das ist neu. Radarschüssel, Radarkugel. Oh, frag. Guck mal, ob das eins von uns ist. Oder eins von der Insel. Oh. Links brennt irgendwas. Ja, am Flughafen. Helis, hoffe ich. Mal davon, dass das eins von uns ist. Das ist unseres, weil das so angedünstet aussieht. Mal wieder eins gefunden. Ich hab's gar nicht gesehen. War eine coole Idee, das hinzuzufügen. So. Müsste ja eigentlich nur noch eine Kiste jetzt da sein, ne? Ob ich das richtig gemacht habe? Oh, du kannst doch direkt testen, ob das mit der Munition geklappt hat. Guck doch nach. Wieder die 417er dabei. Nee, 762er. Nein, als Waffe meine ich. So, ja. Ups. Oh, da ist irgendein Tripod. Wo? Oh. Hab ich rausgeschossen. Auf der Landebahn. Oh, Steffi, das ist auch eine SVD. Wenn du Muni brauchst, sag mir Bescheid. Ich glaube, ich habe 20 Magazine dafür. Also zumindest 15. Ich stehe ein bisschen doof. Kann mich jemand ein Stückchen vorfahren? Ja. M60 brauchen wir eigentlich nicht, oder? Wieso das? Ich weiß nicht, weil ich meine LR-15 habe. Ein Stück, danke. Das ist jetzt ein Soldatenbusch oder? Ah, ich glaube ja. Könnte schon wieder die Autos besetzen, glaube ich. Weiter? Warte. Da kommen gerade welche aus der Basis. Okay. Ah, da ist noch wer. Eigentlich eine Mauer. Ne? Jetzt aber hinter dem Busch verschwunden. Da wo die Tanke ist, rennen welche unten in der Mauer. Nur noch die große. PK habe ich leer. Da kommt wer. Noch ein Stück weiter, jetzt ist genau der Baum davor. Gut.
sprechen. Überraschung! War leider keiner da. Ort voraus. Ja, zieh wieder auf. Aurelia? Meine Hand bei dir auch ein bisschen gebrochen aus? Hier auf dem Schaltknüppel? Ah, halt! Schon der Raketenwerfer. Also, wenn er den so zurückzieht? Weil er der ganze Arm so seltsam wegknickt. Muss man gleich drauf achten, wenn er schaltet. Beobachte den mal ein bisschen. Meinst du die weitergehen? Ja. Und was mit dem Helis hier passiert ist. Da jetzt, in dem Gang. Jetzt nicht mehr? Oh oh. Jetzt wieder. Achso, das ist nicht dann. Lade. Halt an. Den hab ich auch verpasst. War sonst. Einer von denen hat mir einen Raketenwerfer zumindest. Nicht die ganze Munition, am Ende kommt es noch BTR entgegen. Dann sind wir georscht. Ja, die haben zumindest keine Raketenwerfer mehr da hinten im Tor. Wir haben noch 150 Schuss. Aber das geht gut, ich folge euch nicht, ich folge einfach nur der Staubwolke, weil ich euch nicht sehe. Halt ein bisschen mehr Abstand. Jetzt laufen halt wieder welche. Dann halten. Ich glaube, die haben keine Raketenwerfer. Gerade sehe ich nicht mal mehr eine Staubwolke. Eine Straße. Wo seid ihr lang? Richtung Zivilwolke. Ach, da hinten. Habe ich auch gerade gesehen. Wir sind bei Camp Nubia. Under fire! Da ist auf mich wird geschossen. Ja, auf mich wird geschossen. Meine Reifen. Wir haben auf jeden Fall Reifen verloren. Fahr weiter, ein Stück weiter rein. Na geil, jetzt stehe ich hier. Ich wusste ja nicht, dass ihr schon hinter uns seid. Das ist dicht. Ich habe verzweifelt versucht, nicht in euch reinzufahren, aber stehe ich jetzt hier so einer komischen Ding. Die überfahre ich. Ist da durchgekrabbelt. Ah. Hat aber auch nichts repariert, von daher. Ja, noch einer. Mach mal die Mauer bitte weg. Reifen ist einfach kaputt, ohne dass wir es machen können. Okay. Ihr seid jetzt nicht in der Stadt. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, wir sind nach Norden gefahren, um den Berg rum und dann auf die Straße. Kann. Ah, kacke. Da hinten ist Venio. Also nicht einfach aussteigen. Da rennt weg. Denn wir sind auf diesen Berg zugefahren, dann links rum und dann kommt man auf der Straße. Hier ist Camp Nubia. Ja genau, da rein. Da sind aber da rein und der Spur der Verwüstung folgen. Aber ich hab eben mal zwei überfahren, das erste Mal. Hast du? Da steht noch vorne ein Pickup, den man... Ich hab eben auch mal zwei überfahren. Bleibst du wieder ein, Aurelia? Oh, geht der mir ins Steam-Overlay? Ja, du bist da oben. Wieso? Soll ich umdrehen? Weil das Auto von denen kaputt war. Ich meine, das nicht mehr reparieren konnte, sagt er, und jetzt erschossen wurde. Nein, ich hatte nur auf die Reifen geschossen, nicht kaputt. Ist nur kaputär. Ach so. Hab ich auch verstanden.
fire! Warum rufe ich under fire? Weil wir under fire sind. Aber ich bin woanders. Aber du bist Teamführer. Nein, so funktioniert das nicht. Ja, sein können. Vielleicht das Radio. Das war meine Stimme. Vielleicht hat sich noch jemand eingestellt. Ja. Habt ihr alles unter Kontrolle? Oder müssen wir tatsächlich zurückkommen? Sunny wäre nicht schlecht. Der ist hier vorne. Sind die Fahrzeuge noch heile? Wieder heile? Ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier... Der... Mal will sich nicht reparieren lassen. Scheiße! Der liegt das direkt vor der Mauer, Aurelia. Ah, jetzt geht's. Ich brauche also keinen Sunny mehr. Wunderbar, hat sich das von selbst erledigt. Ja. Danke, Aurelia. Da liegt er doch irgendwo, ich hab schon wieder die Reifen zerschossen. Ja, ich habe eben zwei noch weggemacht. Ganz kurz auf dem Klo. Schon wieder? Hinter der Mauer? Ah, muss nachladen. Ab ihn. Können wir? Steffi, ich habe bei dir eben auch repariert, der müsste funktionieren. Ah, danke schön. Also auch zumindest so weit möglich halt. Wo seid ihr jetzt? Einfach ein Stück weiter nördlich nach. Raus auf der Test-Road. Nordwest. Ja, man sieht das sehr schön aus. Nach links. Zwei Teil links, wie seid, links? Wir sind direkt vor euch. Oh, da, oh. Das hab ich nicht, das war irgendwie bei mir so hinter der Säule. Mini. Perlige T-Säule. Hat jetzt eine Virtual Reality, Augmented Reality Brille gezeichnet, ein Prototyp davon, damit man durch die A-Säule durchgucken kann. Mini. Wer hat das gezeigt? Das BMW. Waffencamp halt. Ja. Kannst du schon runter gucken? Ja. Oh oh. Geh, okay, das. Ja, ja, das ist sehr schön. Okay, wir fahren. Wir haben, jetzt haben sie was bemerkt. Was sagen wir, wenn jetzt stehen? Ups. Alle hat den Unterweg getroffen. Reifen weggeschossen? Kann sein, dass ich alle erwischt habe, aber ich weiß nicht, was mit dem, der links hinter dem Baum ist, passiert. Oh, ich sehe da hinten das Comcenter. Komm mal vor. Halt. Wo wir gerade hier oben sind. Ja, ich kann nach rechts niemanden sehen. Da, ja, fahr mal. Das Camp ist sauber. Hinter den Hütten könnte auch Zivi gewesen sein.
Oh, ganz viel. Taking fire! Explodiert. Und wieder eine SVD drin. Ein M14A1. Ich brauch jetzt auch mal Muni. 16. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine russische Waffe drin ist, ist höher. Sind jetzt alle hier? Ach ja, der BMW ist auch da, sehr schön. Lass dich zu lange hier aufhalten. Ja, ich brauche Munition. Oh ja, da sind Feinde. Graffi, ja, hast du noch Munition? Fürs Comcenter. Graffi, heb was fürs Comcenter auf. Wofür denn? Für die Dragunov? Ach, hier ist ja. Ich sag doch, da ist eine ganze Kiste voll. Hab ich den echt jetzt angeschossen? Ein bisschen lag. Graffi, das ist so wie, als wenn du jemanden so dem Stuhl wegziehst, er aber sitzen bleibt, weißt du? Du schießt halt jemandem das Bein weg und er bleibt stehen. Er hat gezuckt, zumindest. So, fahren wir schon mal weiter? Okay. Wird doch langsam dunkel. Oh, es hat 80 Visier. Ich hab auch eins, ich hab mal eins eingepackt. Voraus ist der Hangar, oder? Was? Oh, ja. Ja, okay, du brauchst ein Mikro, dann passiert sowas nicht. Bleib bei mir mit, Mike. Das ist nördlicher. Sinn. Ja, da ist der Tür. Halt. Okay, ich kann einen sehen, der da rumläuft. Dann. Wenn ihr mich hier stehen lässt, kann ich da hinschießen, ihr könntet. Okay. Da von Loch im Zaun, siehst du eins? Ja. Direkt vorm Turm von hier aus. Wunderbar. Wo man durchkrabbeln kann. Ich kann halt sonst keinen sehen. Mit zwei Mann erschossen, die da links rumliefen. Einer ist nach rechts im Hangar verschwunden und die MGs kann ich nicht sehen. Noch sonst keine Patrouillen, die müssen alle hinterm Hangar und hinter der Mauer verdeckt sein. Fahrt ihr mal weiter da vorne hin. Static MG, 75 Meter, front. Von hier aus direkt vor dem Turm ist ein Loch, da ist Neo schon. Beide MGs, die könnte man. Ah. Was? Loch? Wo ist ein Loch? Links. Da genau, wo er fährt jetzt genau drauf zu. Jetzt rechts von euch, 45 Grad. Warum habe ich keine Munition mehr? Wie ist hier kein Loch? Ich habe irgendwo unterwegs meine Munition. Ach, kein Loch zum Rausfahren, sondern... Nee, nicht zum Durchfahren. Loch zum Durchkrabbeln. Ah. Ich habe meine ganze Munition verloren. Boah, warte, das kann man ja ändern. So, jetzt ist ein Loch zum Durchfahren. Ah. Soldier, 75 Meter, front. Und alle im Hangar. Soll ich mal die restlichen 50 Schuss von hinten durch die Wand holzen? Ich hab grad schon eine Granate reingeworfen. Okay, ich komme auch mit dem BTN aufrecht. Was? Yay! 5, regroup! Ah, wieder da oben. Nur diesmal ist es noch weiter. Voll weit weg! Ja. Ich bin ins Bett.
Da kommen welche rein. Enemy spotted. Medic, 75 meters. To the rear. Wir könnten einfach wieder abhauen. Nein? Na gut, steige ich wieder auf den RPK um. Schade, schade, schade. Wo ist meine Munition abgeblieben? Weitergehen. Achso, sammelst du. Das ist ein Rep-LKW und ein... was anderes, glaube ich. Wollen wir auf dem Rückweg nochmal beim Waffencamp vorbeigucken? Boah, ich nehme ich Munition. Durch Gunner? Da müsste so ein Muni-LKW sein. Das wäre praktisch. Fährst du nochmal zurück zum Waffencamp? Liegt ja eh fast auf dem Weg. Funktioniert denn das mit dem Rep? Nimm den Rep-LKW mal mit. Besser als der Ural. Ja, nimmst du den Rep-LKW? Ja, danke. Hast du beim neuen Eingang? Steffi? Ja? Möchtest du jetzt noch Magazine haben für die Dragonov? Hab 13. War das der linke oder rechte Ecke? Wieder rechte, ne? Der mit dem höheren Aufbau. In Fahrtrichtung der linke. Wenn man davor steht, der rechte. Meine ich wenigstens. Müsste eigentlich stehen, ja, wenn er einsteigt. Und ihr seid Richtung Osten. Wir sind erstmal wieder zum Waffencamp jetzt zurück. Also Südosten. Wenn ihr da auf den nächsten Hügel fahrt, könnt ihr die Rennen besser sehen. Steffi, wie gesagt, wenn du dann doch wieder Munition brauchst, ich habe 30. Okay. Hinten ist wieder eine Brücke, wollen wir die auch noch sprengen? Na. Diesmal nicht. Ausnahmsweise mal nicht. Tja. So, also ich dachte, wir fahren jetzt hier die Straße hoch, wieder rechts rum, unsere Lieblingsstraße. Übersetzen. Quer durch die Wüste hier auf die Hauptstraße, die dann gerade nach Norden geht. Och Mann, ich weiß immer nicht, wo ihr seid.
zurück zum Waffencamp. Ost, Südost. Einfach den nächsten Hügel da hoch. Dann sieht man schon die brennenden Fässer. Oder da könnte man eigentlich abkürzen. Ne? Ah, ich hätte mal Licht ausmachen sollen. Jetzt sehe ich es besser. Oben wurden wir schon mal abgeholt. Das ist das, wo wir kurz vorm Ziel noch gesprengt wurden. Ja, so? Ja, geht auch. Irgendwie, und hier vorne dann wieder Offroad wechseln? Ja, da habe ich... Siehst du meine nicht? Nö, ah. Bist du wieder im falschen Kanal. Ich hab's im Command-Kanal gesetzt. Hubschrauber. Aussteigen. Boah, da kommt tief. Das ist eine gute Frage. Ich habe eins. Ja, Scruffy, so in etwa. Du hast ziemlich meine Linie nachgezeichnet. Das ist bei mir immer auf Command-Kanal. Ah. So, stimmen wir da überein? Ja. Den Mittelteil kann man sich dann ja denken. Fehlt. Ich finde es schön, wenn man den ganzen Weg zurückverfolgt, den wir gefahren sind. Ging da jetzt Licht an? Sogar ein Zweibein. Ach, das ist ein anderer Panzer. Das ist schlecht. Wo ist er jetzt? Sehe ich ihn gar nicht mehr. Das ist noch schlechter. Auf jeden Fall westlich. Irgendwo hinterm Hügel jetzt, ich glaube, er hat uns nicht gesehen. Falsche Taste, Maike. Was? Du hast gerade Feststelltaste gedrückt. Ja. Warum habe ich den Schrauber Deswegen. Wir werden darüber benachrichtigt, wenn du das tust. Westlich unter der Brücke gehen 2 Grad ganz entspannt. Keine Ahnung, dass wir hier sind. Ja, wollen wir dann weiter? Mike ist müde, Neo ist müde. Das bin ich gar nicht. Oh, aber sehe ich keinen mehr. Da explodiert irgendwas. Ja, das ist schlecht. Was ist los weg hier? Ja, aber ich steig wieder als Schütze ein. Was machst du mit den anderen Punkten da? Wir haben mal unseren kompletten Weg nachvollziehen, weil so viel sind wir noch nie Move rumgekommen. Zero, Niner, three, zero, zero, eight. Ich bin drin, glaube ich. Ja, ich bin drin. Move to grid 0, Niner, 4, 0, 1, 0. Move to grid 0, Niner, 4, 0, 1, 1. Move to grid 0, Niner, 4, 0, 1, 1.
Move to grid 0, 9 or 4, 0, 1, 1. Move to grid 0, 9 or 3, 0, 1, 2. Vorsicht! Laut GPS ist hier eine Straße, aber... Nordosten. Zeige ich den Rap-Truck? Jemand fühlt sich angesprochen, also nein. Boah. Weiß nicht, wen Aurelia den nochmal hat. Wie der sitzt. Komm, Heike drin. Na okay, da haben wir halt keinen Reptrack. Ist ja nicht so wichtig. Wir müssen ja nichts reparieren. Ich will hier keinen Reptrack. Wir haben ja Maike. Das ist aber immer noch gelb. Die schlägt immer nur die Scheibe raus, um damit die Reifen zu reparieren. Hier ist ein Loch im Reifen. Fliegen wir es mit einem Glasscherben. Hey, Scruff hier, in den LKW, in den Ural passen 21 Russen rein. Geht drauf, 21 Russ. Liebst du, Aurelia? Sieht so aus, als willst du schlafen. Aurelia ist ein schlechter Beifahrer, Aurelia pennt. Hui. Maike, nicht so schnell. Du musst mir hier nicht rechts so festdrehen. Du musst nur so schnell fahren. Fahr doch nicht so dicht auf. Ja, ich finde, du solltest die ganze Zeit beim Fahren einfach schreien. Und zwar so ganz hoch quiekend. Ah, halt, stopp. Time. Ah, okay. Vollgas. Vollgas und durch. Ah, da kommen wir hier gerade raus. Heike, Schlenker nach rechts. Ach so. Ich hätte das jetzt nicht als Hinweis an mich verstanden. Der eine hat doof geguckt. Hat sich hingehauen. Das wird aber fahren. Ganz rechts habe ich sogar noch einer übrig geblieben. Nee, hab ich verfehlt. Maike, da vorne einfach geradeaus. Dachte, nicht dem Dings folgen? Nee, hier vorne so halb rechts von der Kurve. Also doch den Markierungen folgen. Achso, ja, hast du ein GPS? Ja, was meinst du, wo ich die ganze Zeit weiß, wo es so lang geht? Weiß ich nicht, wenn du die Himmelsrichtung gemerkt hast? Ja, genau, der Markierung folgen. Fünf Steine. Wieder am Flughafen. Es war ein anderer, aber Flughafen. Brennt auch wieder menschenlos. Das ist auch wieder Gegenwart. Sie startet eigentlich nur an einem. Nur zwei. Oh.
der Insurgent. Ja, das neue Helipax. Die habe ich normalerweise immer auf zwei verteilt, wenn es zwei gibt. Seid ihr schon wieder kaputt? NG. Oh mein Gott, dann drehen wir um. Rally up! Da lag ein blöder Ast auf dem Boden. Das war ein Feind. Oh. Wo? Wo ist denn Steffi? Den ich hier gerade gerammt habe. Das ist Steffi, wo bist du? Raus. Hier, bei dem Flugzeugwrack. Ja, Fuß voraus. Du bist gerade rückwärts gefahren, oder? Ja. Deswegen habe ich nach hinten geguckt, weil ich dachte, das wäre vorne. Lass mal weißen Rauch, ich habe nur weiß. Sehr gut. Das sind, der Flugzeugwrack hat eigentlich gereicht, Steffi. Ich bin da erst vor einer halben Minute lang. Das kann ich mir noch grob merken. 3, return to formation. Bin halt nicht so schlaue, ich bin halt nicht so schlaue Menschen gewohnt, die so viel mitdenken. Ach, der Flughafen. 4, regroup. Der kam so mit Vollgas auf uns zu, dann habe ich die Säcke an der Seite Guck gesehen, mal, der blöde Ast, dass das ein Feind sein muss. Und hab dann nach links gezogen und den gerammt. Da kann ich doch echt nichts Wahrscheinlich wäre es nicht schlecht, wenn Maike sich unseren Wagen auch Danke. Mal anschaut. Scruffy, ich glaube, wir sind gut über die Karte gekommen, oder? Aurelia. Ja. Jetzt kannst du es mit dem Drehen auch sparen, das mache ich selbst. Das hat es wahrscheinlich eh nicht mehr vorne. Aurelia hört nur Rauch und schmeißt, was sie alles hat. Ja, toll. Ich sehe gar nichts mehr. Eine wichtige Markierung hinzugefügt. Alles noch grün. Alles weiß. Moral. Oh ja. Nicht gesund aus, wie du fährst. Wo läuft Steffi? War ein bisschen eingenebelt. Oh ja. Wenn ich eben was gesagt es wäre sinnvoll, das anzugucken. Ja, danach hatte ich gesagt, ist alles noch weiß. Dieses scheiß Auto. Ich glaube, du musst nochmal umdrehen, Heike. Nee, ich fahr jetzt bei Was? Euch mit. Nein, Maike, reparier mal den Technical. Ist kein Technical. Den Pickup hinter uns, da fährt Steffi damit. Wir fahren schon mal vor. Oh, das heißt nicht, dass ich schon drin bin. Jetzt musst du rauskommen und mich verarzten. Du warst schon drin. Dann nee, ich stand jetzt raus und hab Gas geladen. Bin ja Gunner. Ich warte die ganze Zeit, dass der Driver Platz frei wird. Okay, weiter. Ohne fitten ULC? Nächsten BMW. Hier ist eine Drohne. Deswegen haben wir keine Drohnen mehr gefunden die ganze Zeit. Das ist schön wie so ein Kreuz aufgestellt. Ich dachte auch schon, was ist das ein Kreuz? 3, rally up! 2, return to formation! Und der nächste. Illegale Straßenrennen. C. Ja, Rauchgranaten.
musste mit Aurelia konkurrieren. Der Datenbusch. No can do. Wir haben uns mal verschanzt. Unerfolgreich. Ja, da kann man auch unten BMP oder BTA oder was hätte ich auch. Zweimal haben wir uns sogar schon verschanzt und gescheitert. Hier musst du irgendwie links ab. Also bist du schon. Gut. Sehe ich auch gerade. Fall back. Two. Rally up. Be advised. Low fuel. Cannot comply. Was ich dachte, Mike hat wirklich keinen Treibstoff mehr oder so. What's your position? No can do. Running low on ammo. I need a medic! Port position. Enemy fire! I've got him. We got a man down. Fuck, man down. Er steht übrigens hinten 36 17 im A drauf. Ja, und daneben 21 Russen. Das Kleine. Ja, das kann ich nicht 21 lesen, Russen. Ich ja, okay. Mach jetzt lieber nicht. Da steht ein Panzer. Willst du drauf schießen? Nein! Was sind überhaupt nichts? Weiß ich nicht, weiß ja nicht. Okay, ist nur 17,5. Ist das ein Schild da, oder? Ja, sag ich doch. War mich auch bereit. Dann feuern wir gleichzeitig. Ich glaube, ich habe sogar noch. Nee, ich habe keine Tandem. Also, ich wäre soweit. Ich auch. Ich war zu kurz. Ich glaube, wir waren alle zu kurz, oder? Ja, klang, klang, klang. Nach. Gesessen. Der Zivi guckt auch ganz doof. Jo. Boom. Oh, das sah schön aus. Ja. Hui. There's no kill like overkill. Okay, weiterfahren? Ja, wenn ich mal einen Deckel finde. Hab ihn. Wir sind da. Ruffy. Ist das hier schon die Stelle? Wie weit ist man ja, noch? Ja, ich steh auf meinem GPS genau auf der Fahne. Achso, du hast auch ein GPS. Ja gut, dass wir die Schilker weggemacht haben. Das hätte die uns jetzt noch ein PP geholt. Ja, da kommen die schon, aber ui! Das sieht auch gut aus. Explodieren schon alle Sachen. Ich will Chinook. Der geht aber ganz schön zur Sache, der eine. Los, alle rein hier jetzt! Danke! Aurelia, hattest du keine Rauchgranaten mehr? Mit Aurelia hättest du jetzt fast alle gekillt. Danke. Ich glaube, ich zeig die Route, die wir gelaufen sind, mal Icebreaker. Er freut sich sicher. Ich hab den Anfang nicht, aber irgendwie. Ab der Brücke, wo du den BMP versenkt hast, auf Video. Danke. Area clear. Ja, ich habe auch noch was Gutes.
wette, wir sterben gleich alle. Ja. Er hat gerade keine Augen gehabt. Jetzt komm schon rein. Du kannst auch, wenn er dich an die Seite setzt, noch rauswerfen. Das ist sowieso viel lustiger. Ich hab noch 12. 20. Ja? Sehen, was du machst. Mission complete. Yay. 2 Stunden 7. Oh, meine Hasen sind gar nicht aufgeführt. Oh Gott.